Mercedes Vito, Vanio, das ist 2005 Baujahr, Kilometer 350.000 Kilometer gelaufen. Das ist Vorbesitzer Deutscher Rote Kreuz, das ist Firmenfahrzeug früher. Das Auto erster Hand, TÜV ist neu, vor 2 Monaten TÜV hatte gemacht. Dieses Fahrzeug, bekannte, gibt es keine Mängel. Motor, Getriebe, Bremse, alles in Ordnung. Frische TÜV. Nach dem TÜV das Auto nicht zu viel gefahren. Nur außen ein bisschen dieser rote Kreuz geklebt. Aber das kann man das mit dem Lager langt entfernen, kann man das rausmachen. Ganz minimal Rost. Ich zeige jetzt gerade, wo ist das Rost. Reifen, M&S Reifen. Ich zeige dir jetzt, das ist gutes Profil, so 5 oder 6 mm. Sowas, M&S Reifen. Und das Fahrzeug vorne Seite. Ich mache auch ein Video vorne, beim vorne. Keine große Beule oder Kratzen, Unfall, Schaden. So ist. Dieser Fahrzeug beim rechten Seiten sieht auch so. Das Außen ein bisschen weiße Folie drauf. Das ist nicht verrostet. Das ist mit weißen diese Kleben. Kein Rost. Aber hier ein bisschen minimal angefangen Rost. Aber Reifen ist auch gut. Diese Seite. Hier auch ein bisschen Rost. Ganz minimal. Hinten sieht auch so, das sieht so ist. Diese oben rechts und links Blinker. Hier auch eine Folie, aber verrostet hier. Das ist ein bisschen verrostet. Ich mache jetzt auf den Kofferraum. Das ist 2005 Baujahr und 9 Sitze. Jetzt gerade 9 Sitze drauf. Verbraucht ist ganz wenig. Gemütlich, großer Platz und Raum. Mit dem Auto fahren Urlaub. So schön. Hier hinten 3 Stück. Miete 3 Platz. Vorne auch 3 Platz. Auto ist so, sieht sauber, nicht so schlimm, aber nicht neues Auto. Das ist gebraucht. Ich mache von Ihnen ein bisschen Video. Das Auto 6-Gang mit dem Original Mercedes Radio. Das ist mit Kassette, aber Sie können das wechseln, neue CD-Player umbauen. Geht das? Sie können das rausmachen. Kassette niemand benutzt bis in diesem Zeit und elektrische Fenster und elektrische Spiegel. Beide Seiten funktioniert und nicht Automatik, normale mit Klimaanlage. Dieser Fahrzeug mit dem Klima AC. Klima ist wichtig bei dem Urlaub Sommer. Sehr, sehr wichtig. Und ich mache jetzt gleich Motor an. Dann läuft es einwandfrei. Keine Geräusche. Ich mache so ein bisschen Video. Alle Mängel. Dann zeige ich, welche Mängel. Jetzt mache ich bis 2022 Januar TÜV, dieses Fahrzeug. Vor 2 Monaten TÜV gekriegt. 254 Öl-Service vorbeigezackt. Diese Türe ist offen, das ist normal. Diese Handbremse, es ist keine Störung melden.
Aber das Außentemperatur ist, zeigt nicht, weiß ich nicht warum, Außentemperatur. Aber das ist nicht sehr wichtig, aber manchmal weiß ich nicht, jemand hat interessiert. Kilometer 350.000 Kilometer gelaufen. Das Fahrzeug mit einem Schlüssel, keine andere Schlüssel, nur ein Schlüssel. Und das ist sehr sauber, nicht rauchen Fahrzeug, niemand geraucht. Ich mache Motorhaube auf, dann hören Sie dann Auto keine Geräusche, gar nichts. Geht das von hier? Motor läuft ganz normale, keine Geräusche. Ich mache jetzt Wasserdeckel auf. Das ist kein Öl. Das ist ganz normales Wasser. Zylinderkopf ist ganz normale, nicht kein Schaden. Ich mache Ölwanne auf. Alles Video jetzt, bevor dem Losfahren, schauen Sie alles. Motorhaube hat keine Rost. Von diesem Auto, dann was zeige ich noch? Das ist normaler Zustand. Ja, das ist nicht neuer Wagen, aber sieht gleich wie Video. Keine Geräusche, gar nicht. Fährt einwandfrei. Leistung auch gut. Bisschen so außen. Das ist kratzer, aber sieht nicht so. Ganz minimal. Das ist Gebrauchtfahrzeug. Rost ist weniger. Das war's. Alles das war's. Das sehen wir uns. Tschüss.